Fahren Sie an den Straßenrand! Na, erstmal muss grün werden. Du kannst hier reinfahren und da kann ich dich erstmal durchsuchen. Na, fahrt ja auch mal, ist grün. Oh Gott, ey, das dauert ja wieder ewig. So, der kann ja gleich hinterher. Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand. Wie sieht's hier aus? Parkscheibe, alles in Ordnung? Ja. Ich warte jetzt nur noch ein bisschen grün mit hier. Dann gehe ich mal auf die Karte. Ich bin immer noch hier in dem Bereich, also meinen. Das sieht doch schon mal gut aus. Boah, wird das mal grün hier. Okay, dann fährst du bitte da drüben ran. Jo, sag ich doch. Super. Du, deine Rostlaube ist aber zu laut. Fahrzeug? Gibt es einen Motor zu laut? Ich muss Sie festhalten, da Sie ein übermäßig lautes Fahrzeug führen. Sie nennen das einen lauten Motor? Tja, dann fahren Sie wohl nur Hybridwagen. Oh Gott, was ist denn das für eine Frau? Aussteigen. Steigen Sie bitte langsam aus dem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Aussteigen, meine Güter. Das war jetzt echt mal eine beschissene Ansage gewesen. So, Alter. So, Führerschein. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Man zeigt einer Verbrecherin nicht ihren nicht deinen Rücken. Oder magst du es von hinten? Alkohol- und Drogentest? Wahrscheinlich. Ich glaube, ich müsste. Kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Bei dieser Frau wünscht man sich einen Hörtest. Alkohol-, Drogentest und Hörtest. Das wäre schön. Ich muss eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Gut, dann Verstoß bestrafen, Fahrzeug, Motor zu laut. Mal gucken, wie viel das kostet. Ich hatte das noch nicht gehabt. Ich muss Ihnen einen Strafzettel aufstellen, da Ihr Fahrzeug zu laut ist. Das macht knapp 100 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Dein Pech und hör auf zu. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Hör auf zu brüllen. So. Gut. Gibt es hier einen Unfall? Eventuell? Ich gehe jetzt mal hier hin. Kannst du ja nicht mal irgendwo knallen? Weiß ich nicht. Ja, schon. Hallo, grüß dir. Nicht? Hier ist alles total ruhig. Alles total ruhig. Irgendwo muss es doch mal knallen, ehrlich. Kann man den auch ein Dienst verschreiben, wie zu nah an der Parkuhr oder was? Nee, wahrscheinlich nicht, wa? Zu schnell. Den kann ich jetzt eh nicht einfangen. Abgelaufenes Kennzeichen. Aber hier ist rot, okay. Gut. Dann, ich nehme dich jetzt mal raus, ich muss hier irgendwas machen. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Ich kann ja nicht die ganze Zeit immer nur hier rumtümpeln und irgendwie nach einem richtigen Auftrag warten. Wäre schön, wenn du auch mal anhältst, hey, wa? Fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Ich nicht mal die Fahrer reagieren mehr. Was ist denn hier los?
F, abschleppen. Ich habe einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? Der steht scheiße. Komm. Na, aber. So, jetzt fahr doch einmal ran, ja, also ehrlich. Mann, du machst mich hier noch dünn. So, abgelaufenes Kennzeichen, so. Ich habe sie angehalten, weil ihr Kennzeichen nicht aktuell ist. Darf ich heute mal jemanden verhaften? Aussteigen. Bitte steigen Sie aus dem Wagen und treten Sie auf den Bürgersteig. Super. Na dann steig mal aus. Ich möchte sehen, was du hast. Ich nehme die mal sicherheitshalber schon in. Okay. Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein. Ich bin ja jetzt mal gespannt. Ja, Officer. Bitte schön. Ausweis ist abgelaufen. Okay. Alkohol- und Drogentest, mal gucken. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Also Streifenpolizist draußen, wüsste ich nicht, ob ich den Abend irgendwie lebend zurückkomme oder im Krankenhaus lande. Weil es gibt immer solche Psychopathen. Um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt betrunken sind. Dann wissen wir immer nicht, was passiert. Okay. Du kriegst jetzt eine Strafzettel wegen... Zwei Strafzettel. Strafzettel, Fahrzeug, abgelaufenes Kennzeichen. Ich werde Sie mit einem Bußgeld zwischen 50 und 250 Dollar wegen eines abgelaufenen Kennzeichens belegen. Warum ist das so teuer? Kommt ja noch besser. So, vor bestrafen, Fahrer, Ausweis abgelaufen. Hier ist ein Strafzettel wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises. Das kostet Sie zwischen 75 und 100 Dollar. Sie vermiesen mir den Tag. Oh, sei vorsichtig, was du sagst. Jetzt nehme ich dich hier mal fest. Alles klar, Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Ich finde im Auto bestimmt irgendetwas. Gut. Ja? Dann wollen wir mal wieder zurück hier. Okay, die sind alle vorbildlich. Scheiße. Den kann ich jetzt nicht anholen. Ja, komm. Scheint zu schnell zu fahren, aber wenn ich jetzt hier irgendwas mache... krieg ich bestimmt ihr Minuspunkte. So, einmal hier. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Okay, bleibst du bitte stehen und ich muss auf den warten. Auch ein abgelaufenes Kennzeichen. So, ich brauche den da. Weg mit dem Ding. Ich hab's eilig, da vorne hält jetzt jemand an und da muss ich jetzt mal gucken. Ja. Ich sehe schon, ich krieg mehr Minuspunkte, nur weil sie angehalten hat. So, laufen lassen. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. So. Ich stell mich mal hier hin und guck mal, wie schnell die fahren. Okay, bis jetzt sieht's gut aus, wa? Okay, bis jetzt sieht es immer noch gut aus. Ja. Also zu schnell fahren mache ich mal lieber nicht. Das bringt ja alles nichts. Ich schaue mal auf der Karte, wo ich hier stecke. Ich bin schon wieder hier.
Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.